Freds und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der frischen Filmreihe hier bei Fred Carpet. Die Kinos sind nach wie vor dicht, also musste ich mir irgendwie anders behelfen und das bedeutet in diesem Fall, ich habe die Streaming-Dienste gecheckt und mal so geguckt, was so auf DVD und Blu-ray die letzten Tage herausgekommen ist. Also habe ich diese Woche unter anderem über His House gesprochen und über Holiday. Schaut da unbedingt rein auf dem YouTube-Kanal von Fred Carpet, denn ich glaube, die Besprechungen sind beide ganz interessant geworden. In diesem Fall, in diesem Video hier, geht es aber nun über einen Film, der auf DVD, Blu-ray und als VOD ab sofort erhältlich ist. Der Film kam hierzulande nie ins Kino, in den USA auch nicht, was zumindest in den USA der Corona-Krise geschuldet ist. Hierzulande hatte der Film bis dato keinen Kinostart. Ob er jemals ins Kino gekommen wäre, wisst ihr also nicht. Die Rede ist von Du hättest gehen sollen, im Original You should have left, der neuen Regiearbeit von David Koepp, den man unter anderem als Drehbuchautor von Jurassic Park kennt. Er hat in dem Bereich auch schon das ein oder andere gemacht und hat nun sich eben diese Geschichte von Daniel Kehlmann im Original vorgenommen und das Ganze zu einem Haunted House Gruselfilm gemacht. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen zwei wirkliche Hollywood-Großkaräter, nämlich einmal Kevin Bacon und Amanda Seyfried. Die beiden spielen ein Liebespaar. Es wird auch von Anfang an sehr stark mit dem Altersunterschied zwischen den beiden, wird sehr stark in die Geschichte mit einbezogen. Und die beiden kaufen sich ein Haus, ein wunderschönes Haus, merken aber relativ schnell, dass in dem Haus irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Generell ist die Beziehung zwischen den beiden angespannt, weil sie offenbar fremd flirtet und er von seiner ersten Ehe mit einem, ja, wie soll man das sagen, mit einem Stigma belastet ist, weil, ja, es wird gemunkelt, dass er seine damalige Ehefrau umgebracht haben soll. Das klingt jetzt nach einem Spoiler, beziehungsweise generell die ganze Erwähnung des Ganzen klingt nach einem Spoiler. Es wird aber von Anfang an sehr offen damit umgegangen und ich werde auch nicht verraten, was es generell, wie diese ganze Entwicklung weitergeht. Es ist trotzdem wichtig, das zu erwähnen, weil eben diese beiden Thematiken, die vermeintliche Untreue der Ehefrau und der vermeintliche Mord an seiner Ex-Frau, das vergiftet einfach das Klima zwischen den beiden. Und Du hättest gehen sollen, ist nicht nur ein, wie ich gleich feststellen werde, durchaus gelungener Gruselfilm, sondern er schafft es auch, dieses Bild dieser Beziehung nach und nach bröckeln zu lassen, ganz ohne diesen Geisterhaus-Horrorkram. Und es ist schon mal sehr interessant, dass hier im Grunde zwei Geschichten parallel erzählt werden. Wie gesagt, einmal dieses Beziehungsdrama und eben der Horroraspekt, der nicht so auf die Fresse ist, wie man es von Blumhouse normalerweise gewohnt ist. Denn You Should Have Left, beziehungsweise hierzulande Du hättest gehen sollen, ist eine Blumhouse-Produktion und Blumhouse hat sich ja darauf spezialisiert, mit sehr geringen Mitteln Horrorfilmern es zu ermöglichen, ihre Horrorfilme zu inszenieren. Und diese finanziellen Mittel sind so wahnsinnig gering, dass sich die Produktion der Filme ja in der Regel lohnt, selbst wenn es jetzt nicht, selbst wenn sie nicht ins Kino kommen, sondern einfach nur auf irgendwelchen Streamingdiensten verramscht werden. Hat aber zuletzt auch zu einer gewissen Müdigkeitserscheinung gesorgt beim Publikum, weil die Filme oder weil ein Teil der Filme oft auf sehr ähnliche Art und Weise inszeniert ist. Das ist dann dieser typisch generische Jumpscare-Horror. Das zu Blumhouse aber auch solche Produktionen wie Get Out, wie The Purge, wie Whiplash unter anderem gehören, das vergessen häufig viele. Denn Blumhouse ist längst nicht, Blumhouse wird gerne als Paradebeispiel für modernen Billighorror genommen. Billig stimmt, einfach im wahrsten Sinne des Wortes, die Filme sind oft sehr billig produziert, aber Blumhouse ist durchaus, ja, hat durchaus eine gewisse Bandbreite einfach und ich finde, das vergessen immer die Leute, weshalb ich das gerne an dieser Stelle einmal kurz erwähnen möchte. You Should Have Left ist nun dann erstmal durchaus tatsächlich eher dem etwas generischerem Horror zuzuordnen, einfach weil der ganze Aufbau klar so ein typischer Geisterhaus-Horror einfach ist, aber er ist insgesamt reduzierter und ich würde You Should Have Left, tut mir leid, wenn ich jetzt immer wieder in den Originaltitel umspringe, ich habe den Film vor ganz vielen Wochen bzw. Monaten schon mal gesehen, da hieß er noch so, ich werde wahrscheinlich jetzt nicht mehr umswitchen können in den deutschen Titel. Es ist einfach so, dass der Film insgesamt atmosphärisch und von seiner Machart her deutlich reduzierter ist, als man es von den richtig krassen Jumpscare-Filmen, Stichwort Insidious beispielsweise,
gewohnt ist. Ich würde mich fast dazu hinreißen lassen, You Should Have Left eher als Grusel- und Schauerstück vielleicht so zu bezeichnen und weniger als klassischen Horrorfilm. Es gibt hier auch diese typischen Jumpscare-Momente, die sind aber recht rar gesät tatsächlich und es gibt immer wieder auch Momente, wo gruselige Szenen, wo plötzlich auftauchende Dinge oder irgendwelche Veränderungen im Bild und so weiter, Spielereien mit Licht, Schatten und das ganze Gedöns, wo die eben nicht noch zusätzlich mit einem Soundeffekt und so weiter untermalt sind. Das ist ja eben das Problem, dass man bei vielen Jumpscare-Horror, oder dass man generell beim Jumpscare-Horror haben kann, dass einfach immer zu viel gewollt wird und dass immer, wie gesagt, am Ende wird, wir haben eine gruselige Fratze, die einem ins Gesicht lacht und die wird dann auch noch mit einem Soundeffekt verstärkt. Dabei würde eins von beiden reichen, um in dem Moment für Anspannung zu sorgen. Im besten Fall sogar gar nichts von beiden. You Should Have Left ist, wie gesagt, da reduzierter, ist insgesamt ruhiger, verlässt sich eher auf Atmosphäre als auf Jumpscares, die es, wie gesagt, auch gibt, aber nicht so in dieser Häufung und auch nicht so in dieser Extreme. Wir haben also wirklich eher so das Hauptaugenmerk auf diesem Pärchen. Und wie es so nach und nach dem Wahnsinn verfällt. Die Auflösung des Ganzen ist überhaupt nicht neu. Und der ganze Film erfindet auch das Rad überhaupt nicht neu. Es ist einfach ein klassischer Geisterhaus-Horrorfilm, dessen Entwicklung am Ende aber zumindest auf visueller Ebene sehr stimmig umgesetzt wird. Wir haben nun mal eben dieses Haus hier im Mittelpunkt, das großartig als Horrorkulisse funktioniert, mit seinen vielen Gängen, mit einer tollen Kameraarbeit, die das immer wieder schafft, das Haus mit jedem neuen Shot im Grunde anders aussehen zu lassen, dass man diese Desorientierung, die die beiden Figuren irgendwann haben, total nachvollziehen kann. Und es hilft auch, dass wir hier Leute haben wie Kevin Bacon oder wie Amanda Seyfried. Das sind einfach gestandene Schauspieler, die so eine Geschichte tragen können. Und das ist einfach wirklich ein großer Pluspunkt an diesem Film, der grundsympathisch ist, der wirklich ordentlich aussieht, der, wie gesagt, nicht wirklich das Rad neu erfindet, aber der die Zutaten, die man kennt und die man vielleicht auch mag, die der wirklich stilsicher und ordentlich umsetzen kann. Und das ist tausendmal mehr, als ich erwartet hätte. Und er gehört dieses Jahr, ohne dass ich das irgendwie großartig erklären könnte, auf jeden Fall mit zu meinen Favoriten des Jahres. Ein bisschen geschuldet einmal der niedrigen Erwartungshaltung, aber auch, dass hier alles irgendwie zusammenpasst. Und das habe ich selten bei Filmen, dass mir spontan nicht wirklich einfällt, was ich an einem Film ändern würde. Fast jeder Film hat Kleinigkeiten, wo man sagt, okay, da hättest du ein bisschen schneller sein können, die Szene hättest du weglassen können, da hättest du vielleicht ein bisschen anders filmen können, dann wäre es insgesamt runder geworden. Und You Should Have Left ist so ein Film, wo von Anfang bis Ende alles stimmt. Und das finde ich super angenehm. Viele werden sich wahrscheinlich darüber beschweren, dass dem Film so ein bisschen der Aha-Moment fehlt, dass die Ausgangssituation bekannt ist und insgesamt man einfach wenig Neues dem Genre zuzufügen weiß. Aber das, was David Koepp hier macht, macht er mit viel Stil, Bewusstsein und das hat mir gut gefallen. Mir hat auch der Einbezug dieses Altersunterschieds, dieses Pärchens, der hier zum Problem beziehungsweise einfach zu einem wichtigen Aspekt in dieser ganzen Geschichte gemacht wird, hat mir sehr gut gefallen. Und ich mochte einfach auch die Figuren wahnsinnig gerne. Und deshalb wirklich für mich eine absolut runde Sache, kann ich jedem nur ans Herz legen, insbesondere vielleicht auch Leuten, die noch nicht so viel Berührung einfach mit dem Horrorkino hatten und da auch nicht diesen total brachialen Horror einfach eben vielleicht nicht unbedingt mögen. Die sollten hier gerne mal reingucken. Es ist ein altmodischer Film, der fast so ein bisschen in Richtung The Others geht beispielsweise, an den musste ich oft denken. Und wer darauf steht, wer es gerne atmosphärisch mag, ich glaube, der ist mit diesem Film wirklich gut bedient. Und damit bin ich durch. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir schreibt, was denn so aktuell eure Lieblingshorrorfilme sind. Damit meine ich jetzt nicht die Klassiker, wir alle lieben, Shining und so weiter, sondern wirklich, was waren in den letzten Wochen die Filme im Horrorkino, die ihr gerne gesehen habt. Vielleicht ist ja auch das eine oder andere dabei, was ich noch nicht kenne. Und ansonsten schreibt uns gerne das, aber auch ansonsten alles andere, was ihr uns gerne mitteilen mögt, gerade wenn ihr vielleicht einen oder anderen Film habt, den wir noch nicht besprochen haben. Momentan, da die Kinos zu sind,
sind wir sehr empfänglich für solche Sachen. Und ja, wenn ihr da einen Film habt, über den ich mal sprechen soll, dann lasst es mich gerne wissen. Ansonsten könnt ihr natürlich auch mit uns in Kontakt treten, jederzeit über die sozialen Netzwerke, Facebook, Twitter und Instagram. Und ja, dann hoffe ich sehr, dass wir uns in naher Zukunft, egal im Podcast oder in welchem Video auch immer, wiedersehen, wiederhören. Viel Spaß beim Filme gucken und bis bald.